Moin Moin und herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Ankündigung von der Incursion League an. Diese wird am 1. Juni starten. Während dieser League begegnet man in Zonen, das heißt in Maps und beim Leveln, zumindest so wie ich das verstehe, diesem NPC, zumindest mit einer gewissen Chance. Wie hoch diese ist, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt jede Map ist oder nur jede dritte oder was für eine Zahl auch immer. Und wenn man sie findet, kann man mit Hilfe von diesem Stein ein Portal in die Vergangenheit öffnen. Während dieser Zeitreise muss man eine Menge Monster töten, um die Zeitreise offen zu halten. Sonst schließt sie sich, ähnlich wie Breach-Mechanik. Man muss ja auch in kurzer Zeit eine Menge Monster töten, damit der Breach länger offen bleibt. Aber nicht nur das. Während man in der Vergangenheit ist, kann man bestimmte Dinge erledigen, wie zum Beispiel Schlüssel finden, Türen öffnen, bestimmte Gegner töten, sodass die Aktionen in der Vergangenheit einen massiven Einfluss auf die Zukunft haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, man dringt in die Vergangenheit ein, um den Bau von einer Wahlpyramide, von einem Wahltempel zu manipulieren, so wie man ihn später in der Zukunft haben möchte, um seinen Loot dann später zu maximieren, beziehungsweise auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Hier steht es auch nochmal, each time you encounter Alva in the wilderness, she can open a time portal, allowing you to visit the Temple of Azotl during its construction. Wir wissen, wie wir die Tempel in der Vergangenheit finden, aber wir wissen noch nicht, wie das in der Gegenwart ablaufen wird. Und das wird hier erklärt. These visits allow Alva to learn its location in the present day and allow you to influence its contents and reap its rewards. Das heißt, wenn man in die Vergangenheit reist zu diesen Tempeln, dann macht Alva Fortschritte in der Gegenwart, den Tempel in der Gegenwart zu finden, wo dann dieser modifizierte Loot auf einen wartet. Hier steht, wie lange das ungefähr dauert. Circa ein Dutzend von diesen Reisen in die Vergangenheit sind notwendig, um diesen Gegenwartstempel zu entdecken. Each type of room in the temple has its own unique risks and rewards. Damit wird wahrscheinlich auf die verschiedenen Truhen angesprochen. Beispielsweise kann man ja im Trailer sehen, dass manche Truhen Gems droppen, manche Truhen Karten, manche Truhen Currency. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie die Truhen im Lab, aber im Lab sind die komplett zufällig. Und hier kann man die in der Vergangenheit beeinflussen, in welche Räume man rein möchte, um dann die bestimmten Truhen zu farmen. Wenn man jetzt zum Beispiel am Anfang der League Maps farmen möchte, weil die dann super wertvoll sind, sollte man in der Vergangenheit vielleicht den Zugang zum Map-Raum ermöglichen. So verstehe ich das zumindest aktuell. Hier sieht man zum Beispiel ein Office of Cartography. Ich denke, das ist dieser Map-Raum. Und hier sieht man halt, wie man in der Vergangenheit sich die Wege freigespielt hat, hier nach oben hin. Dieser Raum ist zum Beispiel gar nicht begehbar, wenn ich das richtig sehe. Und das Ziel ist halt, zu dieser Spitze zu kommen. Was auch immer da dann auf einen warten wird. Ich denke, da warten die Incursion Uniques auf einen. Es werden noch neue Mods eingeführt. Hier sieht man zum Beispiel ein Elegant Foil mit dem Salat-Prefix. Und man sieht, dass da kein Suffix drauf ist auf dem Foil. Das heißt, dieser Damage Penetrates 14% Lightning Resistance muss ein Prefix sein. Aber Lightning Damage ist auch schon ein Prefix. Das heißt, es muss ein Hybrid-Prefix sein. Ziemlich krank. Dasselbe gilt für die Brust. Kein Suffix drauf. Also es steht nichts hinter Astral Plate. Die hat Flat Life und Percent Life. Richtig krank. Dann gibt es hier noch eine ganze Reihe Uniques. Und mit das Interessanteste von dieser League ist die Zusammenlegung von Skill Gems mit ihren Wahl-Äquivalenten. Und es werden eine Reihe neuer Wahl-Skills eingeführt. Zum Beispiel, wie man hier sieht, Wahl Impurity of Fire. Und man sieht auch, dass der zusammengelegt wurde mit dem Skill Gem Purity of Fire. Ist ziemlich krass, wenn man sich das mal anguckt. Man kriegt halt für ein paar Sekunden einen zusätzlichen Buff. Also nicht nur man selber, sondern auch die Gruppe. Man kriegt weniger Feuerschaden, was ziemlich gut ist für Righteous Fire zum Beispiel. Also Righteous Fire wird noch besser. Und Gegner haben weniger Feuerresistenz gegen Hits. Also das ist jetzt nicht gut für Righteous Fire, aber wenn man sich Purity of Lightning anguckt, da sieht man halt, dass diese Wahl-Skills super stark werden für Supports. Weil Nearby Enemies Lightning Resistance is ignored by Hits. Die meisten Carry-Builds machen Cold Lightning Damage, so eine Hybridform. Entweder pur Lightning Damage oder noch mit Cold gemischt. Das heißt, wenn die Gegner weniger Lightning Resistance haben, während Wahl Impurity of Lightning aktiv ist, bufft das Supports nochmal massiv. Dann gibt es noch Wahlblight. Wenn ich das richtig verstehe, ist das so eine 360-Grad-Anwendung in drei verschiedenen Größen. Der erste Puls ist ein kleiner Kreis, da wird ein Debuff auf die Gegner gesetzt, genau wie normal Blight auch, Dot Damage und die Gegner werden gehindert, komme ich gleich noch drauf. Dann pulsiert das Ganze nochmal, hier in einem etwas größeren Radius, auch wieder mit einem Damage Debuff. Die Gegner, die bereits von dem ersten Ring getroffen wurden, also dem
kleinen Ring. Die kriegen den Debuff nochmal ab. Also die kriegen den zweiten Stack von diesem Chaos Damage pro Sekunde. Das Ganze pulsiert dann noch ein drittes Mal. Gleiche Logik wie beim zweiten auch. Die gehinderten Gegner kriegen zusätzlich auch nochmal 20% Increased Chaos Damage. Das ist dann nochmal ein Multiplikator für den eigentlichen Schaden. Sieht ziemlich stark aus. Dann gibt es noch eine ganze Reihe Traps. Ich gehe jetzt nicht über alle rüber. Es gibt noch eine Wahlversion von Blade Vortex. Das ist quasi ein Kreisel, der durch die Gegend fliegt. Die Trap, die meines Erachtens am interessantesten aussieht, ist Explosive Trap. Je nachdem, wie groß diese AOE ist. Das ist eine große Explosion, gefolgt von ein paar kleineren. Sollte recht guten Clear haben. Schauen wir mal, wie das im Endeffekt aussieht. Und es gibt einen neuen Trap Support. Power und Frenzy Charge Generierung. Gibt noch ein bisschen Crit Multi. Trap Throwing Speed. Ziemlich nett. Dann werden noch eine ganze Reihe existierender Skills verändert. Und hier ist der interessante Teil, to bring them up to the power and quality levels of modern Path of Exile Skills. Wie ich das verstehe, sind das keine Nerfs für existierende Gems, sondern Buffs für aktuell schwache Gems. Dann gibt es noch ein paar neue Items. Hier sieht man ein paar davon. Und nicht nur neue Items. Hier sieht man zum Beispiel einen neuen Val Implicit. Unholy Might on Kill. Hier sieht man eventuell auch einen neuen Implicit, weil das ist ein Heavy Belt. Ein Unique Heavy Belt. Normalerweise kommen die ja immer mit Flat Stärke. Dieser hier hat jetzt Percent Increased Maximum Life. Also mega stark. 18%. Dafür hat er aber keine wirklichen Explicits. Außer, dass die Implicits verdreifacht werden. Das heißt, dieser sollte 54% Increased Maximum Life haben. Dann sehen wir noch ein neues Unique. Hier sehen wir jetzt aber keinen neuen Implicit. Power Amulet hat den Mana Region Implicit. Nichts Besonderes. Dieses Ding hat ziemlich viel Flat Chaos Damage für Spells und Attacks. Und den interessanten Mod Chaos Damage can ignite Chill and Shock. Das heißt, man kriegt noch einen Haufen extra Schaden und man kriegt noch Soul Eater. Also quasi so ein Mini-Headhunter. Jetzt nicht die Mods, aber Soul Eater bringt ja auch schon eine Menge. Hier sehen wir zwei Sachen. Einmal einen neuen Implicit. Bleed cannot be inflicted on you. Ziemlich gut. Aber wir sehen auch Percent Increase Maximum Life bei den Explicits. Mega stark. Hier sehen wir auch wieder was Krankes. Hier auch wieder ein Val Implicit. Grants Level 23 Purity of Fire. Das heißt, man braucht keinen Unset Ring mehr, plus 2 oder 3, um auf Level 23 Purity zu kommen. Ziemlich geil. Und Increase Weapon Elemental Damage. Ist jetzt nicht so stark im Verbund mit Purity of Fire. Mich würde jetzt mal interessieren, ob das jetzt ein Einzelfall ist oder ob man mehrere Val Implicits miteinander kombinieren kann. Weil das springt mir jetzt nicht ins Auge, dass es unbedingt immer miteinander zusammenrollen muss. Dann ist hier noch ein Beispiel für eine Div-Karte, eine neue. 9x Shrieking Essence. Wenn man bedenkt, dass Shrieking Essences meistens so um die 5 Chaos wert sind, manche erheblich mehr, dann ist quasi jede Div-Karte mindestens 5 Chaos wert. Das ist ziemlich cool. Bin mal gespannt, in welche Map sie droppen wird. Und dann haben wir noch ein paar Supporter-Packs. Passt thematisch natürlich super. Wir haben einmal hier so einen Maya-Typen und wir haben einmal so einen Spanier. Der Spanier will den Maya-Typen das Gold klauen. Aber ja, das war's auch schon. Was halte ich von der League? Sieht ziemlich interessant aus. Ist so eine Mischung aus Maps und Lab, wie gesagt. Ich mag Lab, ich mag Maps. Manche mögen Lab nicht so gern. Vielleicht mögen die League nicht. Ich denke, das liegt ein bisschen daran, wie die das balancieren, wie oft man diese Tempel spielen muss. Wenn dieser NPC zu selten spawnt, dann rennt man in das Problem, dass sich die League anfühlt wie Standard, so wie die letzte League. Wenn die zu oft spawnen, fühlen sich Leute vielleicht zu sehr in diese Lab-Spielweise gedrängt. Ja, gespannt, wie das im Endeffekt gelöst wird. Aber wie die letzten Leagues auch, bin ich hauptsächlich gehypt auf die Balance-Änderungen, die kommen. Neue Skill-Gems. Ich wollte schon immer einen Trapper spielen. Das kann ich jetzt machen mit den ganzen Traps, die kommen. Vielleicht werde ich schon einen zum League-Start spielen. Mal gucken. Warten wir auf die Patch-Notes. Ihr könnt ja mal eure Gedanken, die ihr zu dieser Ankündigung habt, in die Kommentare schreiben. Vielleicht oder wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.